Taritara-Taro. Wochenprognose, Kalenderwoche 33. In dieser Woche gibt es zwei coole Karten. Ha, das wird eine tolle Woche. Der König der Münzen und die Neun der Kelche. So, zur allgemeinen Situation. Der König der Münzen ist der König des Elements. Das Element Erdes. Er ist also ein sehr naturverbundener, solider, bodenständiger Mann mit einer großen Reife. Natürlich als König ist er die älteste Karte im Reigen der Münzen und bringt eine gehörige Portion Reife mit. Also der weiß, was er will, der weiß, was er kann und der hat sich auch schon ganz schön was erarbeitet. Die Münzen stehen natürlich hier für Materie. Der hat aber auch ganz schön viel Wissen, ja, Lebenserfahrung. Und der liebt das Praktische, der liebt die Dinge, die er sich geschaffen hat, hat eine ungeheure Liebe zur Natur und zu allem, was wächst und gedeiht. Und der sitzt praktisch hier im Garten von seinem Schloss. Da hinten sieht man so Schloss oder vielleicht hat er sogar Schlösser. Auf jeden Fall ist das mal eins und er sitzt hier in seinem Garten und scheint mit der Natur verwachsen. Also wirklich sehr praktisch, sehr solide, sehr erdverbunden. Das ist jemand, der zu seinem Wort steht. Das ist jemand, der Nägel mit Köpfen macht. Das ist jemand, auf den du dich verlassen kannst. Und entweder triffst du einen Menschen wie den König der Münzen, das muss nicht ein Mann sein, es kann auch eine Frau, die die Eigenschaften, die Qualitäten des Königs leben. Und dann ist sie einfach eine sehr aktive Person. Ja, also die männlichen, also die Könige stehen für die Aktivität und die Weiber, die Königinnen, für die Empfänglichkeit, so wie das eben ist, auch bei Mond und Sonne zum Beispiel. Und dann kann es auch sein, dass du einer Frau begegnest, die eben genau diese Eigenschaften hat, die extrem aktiv ist, vielleicht geschäftlich sehr erfolgreich. Das sind oft geschäftlich sehr erfolgreiche Leute, die auch ein Händchen für Geld, Kohle, Mäuse haben. Also die wissen, wie man damit umgeht. Kann auch darauf hindeuten, dass du einen guten Vermögensverwalter hast oder einen Banker oder jemanden kennst, der wirklich sehr gut darin ist, mit Geld zu jonglieren und mehr daraus zu machen. Ja? Das alles steht für den König der Münzen und das kannst auch du selbst sein. Es kann sein, dass du eben in dieser Woche besonders diese Qualitäten lebst, dass du ein gutes Händchen für Geld hast. Also das ist sicherlich eine gute Woche für Investments, wenn du was geplant hast oder auch wenn man was verkaufen will, ist es einfach eine gute Woche. Oder auch Dinge anzupacken, fleißig an einer Sache oder an einem Projekt zu arbeiten. Du bist sicherlich sehr aktiv und hast viel Kraft in dieser Woche. Ja, das mal zu dieser Karte. Die Neun der Kelche ist eine sehr positive Karte. Also da sitzt jemand und der hat da hinten neun Kelche aufgereiht. Und Kelche stehen für Gefühle. Da er sie so in oder über Kopfhöhe hat, sind die also durchaus in seinem Bewusstsein. Das ist also jemand, der einen großen Gefühlsreichtum hat. Und diesen Gefühlsreichtum, ihm ist dieser Gefühlsreichtum auch bewusst. Er kann sich aber sehr gut abgrenzen. Er oder sie kann sich sehr gut abgrenzen. Man sieht das hier an dieser... Die hat einen sehr offenen Gesichtsausdruck, wenn man das mal schaut, also sehr, sehr offen und freundlich, einladend. Andererseits die verschränkten Arme heißen auch, ich kann auch gut Grenzen setzen. Also ich lasse mich nicht überfahren, ich kann auch sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja? Also kann es auch in dieser Woche darum gehen, dass du auf eine sehr positive Art und Weise, das ist eine sehr, sehr positive, konstruktive Karte, Grenzen setzen kannst, ohne dass du da mit jemandem beleidigst, aber einfach auf eine sehr freundliche, höfliche Art und Weise. Ist für mich eine sehr schöne Karte auch von Selbstliebe, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was sind Grenzen und wie kann ich meine Grenzen auf eine freundliche Art und Weise wahren und auch ja, gefühlvoll verteidigen, im Sinne von, ich muss da nicht kämpfen, sondern es reicht eigentlich,
der Blick, die Körperhaltung, der Gedanke, ja, wenn du eine sehr starke Präsenz hast, dann sieht man dir an, was man mit dir machen kann und was eben nicht. So, darum geht es bei dieser Karte. Zusammen würde ich sagen, auf eine sehr dynamische Art und Weise genießen, auf jeden Fall. Das sind beides Genusskarten. Der da ist auch, hat auch eine schöne, hat auch eine Leibesfülle, steht auch für Schwangerschaften. Also wenn jemand in dieser Woche ja, versuchen will, schwanger zu werden, ist das sicherlich eine geeignete Woche. Also für Schwangerschaften, für alles, was wächst und gedeiht, weil wie gesagt, der hat schon genug an Leibesfülle, steht eben auch für Reichtum, aber auch für seelischen Reichtum, für Gefühlsreichtum, für materiellen Reichtum, zusammen mit dem König der Münzen sowieso. Also hier geht es wirklich auch um die Bandbreite, das, was man hat, nämlich den Besitz zu genießen und auch mit Freunden zu teilen, ja, hier, ohne sich ausnutzen zu lassen. Das ist wieder so das Grenzen setzen, teilen, Partys machen, Leute einladen auf eine Art und Weise, die signalisiert, ich habe euch alle gern, aber ausnutzen lasse ich mich nicht. Ja, also es geht immer so ein bisschen in meiner Deutung generell um das Thema Selbstliebe, um das Thema nicht Selbstschutz, Selbstliebe ist was anderes, in dich zu gehen und zu spüren, was will ich? Und dir ganz klar dieses Ziel entweder aufzuschreiben oder zu visualisieren und dann immer zu gucken, bin ich da gerade, werden meine Werte respektiert oder werden die übertreten? Und dann einfach auch ganz klar zu sagen, so, jetzt ist, also wenn bei dir zum Beispiel jemand randaliert, wenn es dann machst eine Party und lädst alle ein und dann fangen zwei an zu randalieren oder ausfallen zu sein, weil sie vielleicht besoffen sind oder so, dann kann man die liebevoll nach Hause schicken. Also um solche Sachen geht. Das sind ja auch manchmal Alltagssituationen, die sind nicht immer so dramatisch. Genuss. Genuss, was man hat, zu teilen auf eine gute, gesunde Art und Weise. Und das bedeutet natürlich wieder für jeden etwas anderes. Machen wir weiter mit der Liebe. Entweder triffst du genau so einen Typen, von dem ich schon erzählt habe. Also das ist ein, nochmal um zu sagen, ein sehr erdverbundener Mensch, der das, was er sich aufgebaut hat, sehr schätzt und der auch materielle Dinge schätzt. Das muss nicht unbedingt übertrieben sein. Im Schatten kann das natürlich jemand sein, der mit Statussymbolen prahlt. Aber wir gehen hier mal auch durch die 10. Kelche einfach davon aus, dass das ein gesunder Münzkönig ist und der teilt sehr gern, der verwöhnt sehr gern, genießt sehr gern, hat gern Leute um sich, kann aber Grenzen setzen. Also der ist vielleicht ein geselliger Typ bis zu einem gewissen Maße. Wenn es dann zu viel wird, dann kann der einfach gehen. Also das ist keiner, der exzessiv feiert und sich auf jeden einlässt, sondern das ist wirklich einer, der genau weiß, mit welchen Leuten und wie lange er mit jemandem zu tun haben will. Und wenn du so einen Mann kennenlernst, weil du vielleicht gerade Single bist, oder so eine Frau, das kann ja auch eine Frau sein, die die Eigenschaften des Münzkönigs in sich trägt, dann hast du es hier mit einer Person zu tun, die sehr genau weiß, was sie will, die extrem sinnlich ist, die mit ihrem Charme, naja, dich möglicherweise zu Boden flirtet und du genießt das. Das ist eben hier so diese Situation. Und hier geht es darum, in der Liebe sich wirklich zu genießen zusammen und sich vielleicht über Werte zu unterhalten. Das kommt mir jetzt gerade durch diesen Gefühlsreichtum und durch diese Grenzen setzen. Das hat oft mit Werten zu tun, dass man sich wirklich einfach auch mal austauscht über seine Werte. Wie stellst du dir eine Beziehung vor, wenn ihr euch gerade kennenlernt, wenn ihr schon zusammen seid? Habt ihr das hoffentlich schon gemacht, dass ihr wisst, was sind die Werte von meinem Partner, was sind meine Werte, wo haben wir vielleicht Wertekonflikte? Also in bestehenden Beziehungen geht es darum, zu genießen, sich zu verführen, zusammen in den Urlaub zu fahren, sich zum Essen einzuladen, solche Dinge. Und wenn du gerade einen neuen Menschen kennenlernst, geht es wirklich darum, klar abzuchecken, mit wem hast du es hier eigentlich zu tun. Wo könnt ihr euch, wo
Wo ergänzt ihr euch in euren Werten und wo habt ihr vielleicht, und das gibt es in jeder Beziehung, wo gibt es große Spannungen zwischen Werten, ja? Und dann einfach da auch darüber zu sprechen und sich auszutauschen und ja, Kompromisse zum Beispiel zu finden. In Gefühle eintauchen, Gefühle wirklich zulassen, Nähe zulassen, sich Gefühle überhaupt bewusst machen, das ist hier das. Ja, die Liebe feiern. Sechs. Also, sechs. Ob sie diese Woche zu sechs kommt, weiß ich gar nicht. Nein, wenn ihr euch gerade kennenlernt, dann ist das hier vielleicht ein endlos langes Vorspiel, was die ganze Woche dauert. Weil diese beiden Karten, die können das. Die können, also da hast du sechs, ohne sechs zu haben. Fühlt sich schon alles so an, aber man telefoniert vielleicht nur, man sieht sich, man respektiert sich, man geht zusammen aus, genießt sich, ist sich sehr nah. Das ist sicherlich eine, da ist eine große Affinität zwischen den beiden Partnern, also entweder in der Beziehung, wenn ihr schon eine habt, dann seid ihr euch vielleicht so nah wie lange nicht mehr, macht euch eure Gefühle bewusst, könnt auch drüber reden. Und eben auch liebevoll Grenzen setzen, wenn ihr gerade etwas nicht wollt, was euer Partner will oder umgekehrt. Und in einer frischen Beziehung genießt man einfach diese große Nähe, diese große Anziehung und das, was verbindet. Und ja, man flirtet, man umgarnt sich und wie gesagt, es wird ein sehr langes Vorspiel. Ob das die ganze Woche dauert, ob ihr das schafft, weiß ich nicht, aber so sieht es zumindest aus. Und wenn ihr dann in die Kiste geht oder wo auch immer ihr das lustvoll treibt, dann sicherlich etwas sehr Sinnliches, Genussvolles. Ja, das ist etwas, an was ihr euch lange erinnert. Ja, das so, es gibt so ein paar Lieblingsnächte vielleicht, die dann in eurer Biografie mal landen, weil die so schön waren, heute ja euren Kindern und Enkelkindern noch erzählt. Also, das wird mit ganz, also da geht es mit ganz viel Genuss einher. Und wenn du diese Qualitäten hast, dann kannst du ruhig eben auch mal als Frau, Entschuldigung, wenn du eine Frau bist und hast diese Qualitäten vom Münzkönig und bist in der Partnerschaft, kannst du ruhig mal die Initiative ergreifen. Also, kannst ruhig mal deinen Partner verführen und flachlegen. So, das war's zu sechs. Kommen wir zum Beruf. Ja, hier haben wir so ein bisschen eine schöne Polarität. Das ist eine schöne Polarität, weil einerseits steht der für praktische Arbeit, der kann arbeiten, der kann anpacken, der kann sich richtig engagieren. Der hat seinen Reichtum ja nicht von irgendwoher, sondern der hat sich dafür ins Zeug gelegt. Und das ist so die Genusskarte, die sagt: Ach, mach mal nicht zu viel, freu dich über das, was du hast, feiere. Es kann natürlich auch sein, dass du die halbe Woche noch richtig ranklotzt und dann irgendwie eine Nachricht kriegst, die dich feiern lässt. Ja, das kann eine bestandene Prüfung sein, das kann, du hast dich irgendwo beworben und kriegst die Mitteilung, ja, wir nehmen dich, sowas in der Art. Einerseits arbeiten, solide, sich darauf konzentrieren, sind nicht so die Hirngespinste in dieser Woche, nicht so die Ideen, sondern eher das Umsetzen der Ideen. Gesponnen hast du es schon, also jetzt macht man es wirklich eben das Stroh zu Gold sozusagen und auf der anderen Seite dann das Feiern des Ergebnisses. Das ist so ein bisschen ein Yin und Yang, ja, so von beidem eine gute Mischung, sehr ausgeglichen, eine schöne berufliche Woche. Ja, kann eigentlich immer so sein. Mensch. So, das ist, wenn man diese beiden Karten wenn ein Mensch, nochmal, wenn diese beiden Karten einen Mensch beschreiben, mein Gott, ich bin doch nicht besoffen heute. Wenn diese beiden Karten einen Mensch beschreiben, dann ist es ein Genießer, Stiftung, Warentest, sehr gut, würde ich mal sagen. Qualitätsurteil, Stiftung, Warentest, sehr gut. Der weiß, wie man das Leben lebt und liebt, der weiß, wie man feiert, der weiß, wie man sich charmant in Szene setzt. Ja,
Das ist so ungefähr. Ne? Tipp der Woche. Es ist schon alles so positiv. Was, wenn ich jetzt nochmal sage, feiern, gucken wir mal. Also die Karte hat ja eben auch ein bisschen etwas Abgrenzendes. Das heißt, wenn es dir manchmal oder oft noch schwer fällt, dich abzugrenzen, dann versuch doch einfach mal in dieser Woche liebevoll Grenzen zu setzen, dich kurz zu erklären, also zum Beispiel, das mag ich bis dahin und dann, das ist mir zu viel, ja, dass du so versuchst wirklich, dass du deine Gefühle dir sehr bewusst machst, also die sind ja da, sieht so aus, deine Gefühle bewusst machst und wirklich fragst, auf deinem Bauch, was will ich das jetzt, will ich das nicht? Und dann wirklich diese Gefühle auch mitteilst und nicht deine Grenzen überschreiten lässt. Also das wäre der Tipp für die Woche und ansonsten etwas teilen. Also der teilt auch gern. Das habe ich schon mal geschrieben, du könntest mal einen Kuchen backen oder könntest jemanden zum Essen einladen, na, oder jemandem Strauß Blumen schenken, schicken. Oder jemandem einfach mal die schweren Taschen nach oben tragen. Das kann ein wildfremder Mensch sein, den du gar nicht kennst. Also bewusst zu sagen, in dieser Woche tue ich etwas für einen anderen. Und das machen. Ja, das war schon die lichtvolle, freudvolle, gefühlvolle Prognose für Kalenderwoche 33. Und jetzt geht es weiter mit der Buchverlosung. Da habe ich wieder meinen super sensationellen super sensationellen Zufallsgenerator. Diesmal haben sich viele beteiligt. Ich finde das immer cool, wenn ihr wirklich zahlreich mitmacht. Wir haben 52 potenzielle Gewinner. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gebe ich hier eine Zahl zwischen 1 und 52 ein. 1. Generieren. Das könnt ihr vielleicht sogar sehen. 36. Gucken wir mal. 36, Nicole Seifert. Hey, Nicole. Ja, ich gratuliere dir ganz herzlich zu Territa Ratero. Ja, du sagst mir wieder mit Widmung, ohne Widmung, schreibst du mir und schickst mir noch deine Adresse und dann geht das Buch ja, diese Woche auf die Reise. Na dann, in diesem Sinne, Territa Ratero, morgen gibt es wieder, also ich sag's noch, es gibt jetzt jede Woche ein Video, jeden Tag ein Video, auch in YouTube. Ihr findet immer den Link in meinen Tagesberichten. Ich werde ja vielleicht ab dieser Woche nicht mehr vorlesen, sondern werde die Karten so wie hier so erklären. Und dann gibt es immer hinterher eine Frage, die ich für euch beantworte. Also wenn ihr gerade eine Herausforderung in der Liebe habt, oder eine Entscheidung im Job. Dann gucke ich mir das ja gerne mit den Karten an. Schreibt mir da unter dieses Video drunter. Oder schreibt mich über meine Nachrichtenfunktion an. Ich mache das anonym. Ich nenne maximal den Vornamen, weil das ist sonst zu unpersönlich. Und dann lege ich, also wirklich in YouTube, dann lege ich die Karten und gucke, was ich euch dann da raten kann. Okay, oder wie ich euch helfen kann. Ja, das mache ich jedem Tag eine Frage und ja, irgendwann kommt wahrscheinlich jeder mal dran, wenn ihr euch da rege beteiligt. Na dann, ich freue mich. Bis morgen. Viel Spaß. Schönen Tag, schöne Woche. Deine Margret. Tschüss.